Wolf Biermann, der international bekannte Liedermacher und mittlerweile 87-Jährige, äußert sich zur Politik, und zwar hier zur deutschen Politik. Und hier insbesondere geht es um die AfD, um Björn Höcke, Sarah Wagenknecht, aber auch um die Linken und das Verhältnis zu Israel. Auch das hat er in einem Interview beim Spiegel hier bekundet. Herzlich willkommen, hier ist wieder Lil von Warum Punkt Kröte. Schön, dass ihr wieder Zeit für ein kleines Video habt. Ja, Wolf Biermann, 87 Jahre und trotzdem politisch immer noch sehr, sehr interessiert und auch sehr rege. Die meisten von euch kennen Wolf Biermann. Er wurde 1936 in Hamburg geboren. Seine Eltern waren beide hundertprozentige Kommunisten, muss man schon so sagen. Er ist Halbjude, denn sein Vater war Jude. Und er wurde auch in Auschwitz ermordet. 1953 floh seine Mutter mit ihm in die DDR, weil sie sich natürlich diesem, als Kommunistin, diesem politischen Regime doch näher zugehörig fühlte. Wolf Biermann hat in der DDR relativ schnell sich als Liedermacher einen Namen gemacht, aber er ist und war auch damals schon ein eigener, denkender Mensch. Das heißt, er hat sich nicht von dem Regime vereinnahmen lassen. Das führte natürlich dazu, dass es 1963 das erste Auftrittsverbot für ihn gab. Das ging erstmal nur für 2 Jahre. 1965 durfte er wieder auftreten und er durfte sogar 1968 nach Köln zu einem Konzert reisen, was er dort gegeben hat. Er kam dann wieder zurück, aber es gab hin und wieder immer wieder Scherereien und Quereleien mit den politisch Verantwortlichen dort und auch immer wieder mal Auftrittsverbote. Letztendlich wurde er 1976 ausgebürgert. Und nicht auftreten zu können, seine Lieder nicht vortragen zu können, ist natürlich für einen Künstler immer auch eine psychische Belastung, ganz bestimmt. Wolf Biermann lebt also seit dieser Zeit, seit 1976, in Deutschland, soweit ich weiß, auch nach wie vor in Hamburg. Er hat einen Sohn, der mittlerweile in Israel lebt und von daher ist Wolf Biermann natürlich auch sehr interessiert an der politischen Situation von Israel. Dazu komme ich aber noch später. Er hat jetzt vor wenigen Tagen ein Interview dem Spiegel gegeben, zumindest ist vor wenigen Tagen veröffentlicht worden. Und er hat sich hier ganz klar positioniert in Bezug auf die AfD, Sarah Wagenknecht mit ihrer Partei. Die Meinung, die er von den Linken hat, nach wie vor ist sehr eindeutig. Und wie gesagt, er hat sich auch zu Palästina und auch zu Israel geäußert. Gucken wir uns mal ein bisschen genauer an. Wolf Biermann hält ein Verbot der AfD für den falschen Weg. Gleichwohl hält er die AfD für gefährlich, aber er sieht nicht, dass das zuträglich wäre. Denn er sagt, ich zitiere, damit würde man diesen Leuten ein Gratisgeschenk machen. Da könnte der Herr Gauland in seinem Jagdhorn blasen und seinen Menschenjägerhund schon mal füttern. Nein, 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 sagt er. Auch im Fall der Linken, die er ja wirklich für die Erben der DDR-Diktatur hält, hätte er ein Verbot stets abgelehnt. Das war ganz am Anfang bei der Gründung der Linken bzw. PDS, war das wirklich mal ein Thema, dass man möglicherweise auch diese Parteien hier verbieten sollte. Aber ob schon Wolf Biermann wirklich die Linken wirklich gar nicht schätzt, also er hält sie wirklich für die Erben der DDR-Diktatur, hat er stets es vermieden, für ein Verbot sich auszusprechen. Er hält das wirklich für den falschen Weg. Aber gleichzeitig hält er die AfD für gefährlich, denn er vergleicht die AfD mit den Nationalsozialisten, die sich stets damit gebrüstet hätten, so sagt er, dass sie die Demokratie abschaffen konnten, mit Hilfe der Demokratie, nämlich durch Wahlen. Das ist tatsächlich seine Meinung. Und er hält es auch nicht für richtig, wenn man Björn Höcke das passive Wahlrecht nehmen würde. Obschon er ihn tatsächlich als Second-Hand-Nazi bezeichnet. Gerade wegen seiner Erfahrung aus der DDR-Diktatur könne er es aber nicht tolerieren, wenn solche Second-Hand-Nazis den Leuten giftig totalitäre Pillen verteilen und lügen, es sei nur Homöopathie. Ja, das ist tatsächlich so seine Meinung, dass er wirklich sagt, dass Björn Höcke und auch die AfD den Leuten hier totalitäre Pillen geben würden, die giftig seien und dann behaupten, es sei nur Homöopathie.
Das ist schon eine ziemlich krasse Aussage, aber so kennt man halt eben Wolf Biermann. Er polarisiert halt eben auch ganz stark. Aber er hält auch die Partei von Sarah Wagenknecht, also BSW, für genauso gefährlich. Und er sieht zwar nicht, dass man diese Partei verbieten sollte, aber er hält sie mit Sicherheit noch genauso gefährlich, mindestens genauso gefährlich, so hat er sich geäußert, wie die AfD. Zum Thema Israel hat er sich ebenfalls geäußert und hier fordert Biermann mehr Solidarität der Deutschen mit Israel. Und er sagt, ich ergreife Partei dafür, dass Israel nicht liquidiert wird. Er stehe zur Formel von Angela Merkel, so sagt er weiter, dass Israels Sicherheit Deutschland Staatsräson sei. Und dann sagt er, ich zitiere, wir Deutschen sind im Sinne der Menschenrechte und der eigenen Geschichtsaufarbeitung dazu verpflichtet, Israel beizustehen. Das bedeutet auch gelegentlich, Politikern beistehen zu müssen, die für Israel ein Verderben seien. Biermann beklagt, dass die Bilder aus Gaza die Erinnerung an das Hamas-Massaker langsam überlagerten. Das tut mir weh, das empört mein Herz. Auch einer seiner Söhne lebt, wie gesagt, in Israel und das Massaker vom 7. Oktober stehe für ihn in einer Kontinuität mit Jahrtausenden des Judenhasses. Auch an die Palästinenser richtet er seine Worte, denn er sagt, ich fordere mehr Eigenverantwortung von den Palästinensern für ihr politisches Schicksal. Die deutsche Linke behandle diese Palästinenser immer noch wie ewige Kindmenschen oder Opfer des Weltgeschehens. Doch die Palästinenser seien keine unschuldigen Opfermassen. Die Möglichkeiten der Israelis oder der Deutschen, den Palästinensern zu helfen, seien beschränkt. Nur die Palästinenser selbst, mit Hilfe ihrer reichen arabischen Brüder, können sich von der Hamas-Diktatur befreien. Also er sieht schon, dass halt eben die Palästinenser sich von der Hamas befreien müssten. Und das können sie weniger mit der Hilfe von Israel oder mit der Hilfe von uns Deutschen hier schaffen, sondern sie sollten sich dann eher auf ihre arabischen reichen Brüder verlassen. Und dann wäre das auch dementsprechend möglich. Also wie ihr seht, Wolf Biermann positioniert sich zwar ganz klar gegen bestimmte politische Gegner, die Linken auf der einen Seite, aber auch die AfD und Sarah Wagenknecht auf der anderen Seite. Also er eckt sicherlich durchaus auch öfters an. Das hat er immer getan, weil er letztendlich auch oftmals zwischen den Fronten als eigenständiger Denker hier sich positioniert. Aber er hält Verbote, Parteienverbote für nicht das richtige Instrument, wenn man so sagen will. Ich bin sehr gespannt, wie ihr zur Position von Wolf Biermann und auch überhaupt zu seiner Person steht und freue mich über viele eurer Kommentare. Wünsche euch gleichwohl noch einen schönen Tag. Bis auf ganz recht bald. Tschüss, eure Lil.